Okay, der Hubert Weiger wird dann zu uns stoßen. Wir fangen dann schon mal an, sozusagen mit der Eröffnung und der Vorstellung der Referenten und Referentinnen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen hier zum Podium 2, die Welt im Ausverkauf, Wachstumsdogma, Klimawandel, Folgen für den globalen Süden, Migration und Flucht. Also ein sehr weites Spektrum, aber dieses weite Spektrum können die Referenten und Referentinnen hier auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten und etwas dazu sagen. Mein Name ist Stefanie Krohn, ich bin Referentin für internationale Politik und soziale Bewegungen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Und ich möchte jetzt nur ganz, ganz kurz, weil wir das dann weiter besprechen, ja, oder hier das sowieso Thema des Podiums sein wird, etwas zu diesen Begriffen sagen, die in Schlagworten sagen, die das Panel zusammenhält. G7-Politiken, was bedeutet das sozusagen sowohl für den globalen Süden wie auch für den Agrarbereich und den Klimawandel und auch Flucht und Migration? Das werden wir hier ein bisschen improvisieren, weil das niemand speziell bearbeitet. Da würde mir als erstes das Schlagwort, das aus Lateinamerika kommt, einfallen, Extraktivismus, extraktivistische Entwicklungsmodelle. Der Zugriff transnationaler Konzerne auf Land, nicht nur auf Ressourcen, sozusagen wertvolle Ressourcen, wie man sie klassisch kennt, sondern eben auch auf Land, Wasser, Energie, da sind die Schlagworte Landgrabbing, aber auch Biopiraterie. Das zweite große Thema sind Freihandelsabkommen und Investitionsschutz. Und obwohl der faire Handel und die Unternehmensverantwortung inzwischen großgeschrieben werden, werden doch hinter dieser Scheinpolitik, sage ich mal, weiter große Freihandelsabkommen abgeschlossen, die negative Folgen haben. Eben auf diese Themen, die wir heute besprechen, den Agrarbereich, also die Ernährungssouveränität zum Beispiel, das Klima und auch Wanderungsbewegungen von Menschen. Was sind hier alternative Konzepte? Auch die kommen häufig aus dem globalen Süden. Eines, ich habe mich viel mit Lateinamerika beschäftigt, ist das Buen Vivir, das gute Leben, das sogar in Ecuador und Bolivien in der Verfassung steht. Ein zweites alternatives Konzept, was wir heute hier auch sicherlich besprechen, ist die Ernährungssouveränität. Und ein drittes, was auch in Europa viel diskutiert wird, sind die Commons, das heißt, alle diese Konzepte drehen sich um die Redemokratisierung des Zugangs zu öffentlichen Gütern bzw. zu Gemeinschaftsgütern und gegen die zunehmende Privatisierung dieser Güter. Dabei geht es eben auch um die Redemokratisierung von Verteilungsfragen und das wird hier ebenfalls Thema sein. Ich möchte jetzt kurz die Referenten und Referentinnen vorstellen. Wir haben einmal sozusagen zwei Experten, eine Expertin, einmal aus dem Norden, einmal aus dem Süden zur Agrarfrage und ich denke auch zur Frage der Ernährungssouveränität und der, der Ernährungssouveränität. Unser erster Gast ist Luis Muchanga aus Mosambik. Luis Muchanga ist Direktor des Kleinbauerndachverbandes UNAC und er setzt sich in diesem Rahmen seit 15 Jahren für die wirtschaftlichen und kulturellen Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Ein starkes Thema ist hier eben die Ernährungssouveränität. Seine Themen sind die Auswirkung von Megaprojekten auf die Landwirtschaft, auf die oder bäuerliche Bevölkerung. Er setzt sich im Speziellen kritisch mit der G7-Initiative Neue Allianz für Ernährungssicherheit, die so ganz anders gemeint ist als die Ernährungssouveränität, aber dazu wird Luis bestimmt was erzählen, und deren Effekte für den Agrarsektor ein, für Konzepte alternativer Landwirtschaft, und seine Organisation ist auch Mitglied von Via Campesina, die die Idee der Ernährungssouveränität sozusagen global von Seiten der sozialen Bewegung auch sehr stark gemacht hat. Für den Norden in Anführungsstrichen im Agrarbereich haben wir Gertraud Garfuß.
auf dem Podium. Sie ist Landwirtin und Ökonomin, also Volkswirtin. Du lebst in Bayern, weil ich, genau. Aber Gertraud war auch viel, kennt die Situation im Süden auch, sie war viel in El Salvador zwischen 1987 und 1993, also sozusagen auch noch während des Bürgerkrieges. Und sie ist seit 1996 Bäuerin auf der Fürmannalm, das ist ein Bauernhof auch mit Gastbetrieb. Sie ist seit 2004 Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Dann hier zu meiner Rechten sitzen unsere beiden Klimaexpertinnen und Experten oder diejenigen, die sich mit dem Thema vor allen Dingen beschäftigen. Das ist zunächst hier Tina Keller vom... Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft von ATTAC Energie, Klima und Umwelt. Sie hat Afrikawissenschaften und Pädagogik studiert, also auch einen Bezug zum globalen Süden. Und sie gehört auch einem Netzwerk zur sozialökologischen Transformation an, also wie man ökologische und soziale Fragen bzw. soziale Bewegung und das Thema Klima zusammendenken kann. Ganz rechts von mir möchte ich begrüßen Hubert Weiger. Den sicherlich die meisten von Ihnen kennen. Er ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, des BUND. Und er ist auch Mitglied von verschiedenen anderen Gremien, unter anderem des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks. Und er ist Mitglied der Stiftung Kulturförderung. Er ist im Beirat von Transparency International und im Rat für nachhaltige Entwicklung. Er hat verschiedene Auszeichnungen erhalten. Ich möchte jetzt nur erwähnen, 2010 das Bundesverdienstkreuz. Er ist Professor, Dozent und Autor und arbeitet, was sicherlich auch alle wissen und auch seine zahlreichen Publikationen kennen, zu den Themen Naturschutz, Naturschutzpolitik, Land- und Forstwirtschaft. So, last not least möchte ich begrüßen Frau Professor Yayati Ghosh. Die Sie sicherlich auch alle kennen. Sie ist Professorin für Wirtschaft am Zentrum für wirtschaftliche Studien und Planung einer Universität in Neu-Delhi und seit 2002 Leiterin des International Development Economics Associates. Das ist ein Netzwerk alternativer Entwicklungsökonomen. Es gibt viele Studien und Beratungstätigkeiten, die Frau Ghosh ausübt. Ich möchte nur nennen, dass sie unter anderem den UN-Entwicklungsfonds, den UNDP berät, die UN-Frauenorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, mit Studien und Beratungstätigkeiten. Ja, ihre Themen, das muss ich eigentlich gar nicht sagen, sind Globalisierung, Entwicklungsökonomie, also vor allen Dingen auch Beschäftigungsstrukturen in den Entwicklungsländern, aber auch Geschlechterfragen und Klima. Ja, wir haben jetzt uns das so vorgestellt, dass es im Grunde an alle fünf Referenten und Referentinnen die beiden gleichen Fragen gibt. Also es gibt zwei Fragerunden, die sowohl aus der Perspektive des Südens und wie auch aus der Perspektive des Nordens vielleicht mit einem Blick auf den Süden beantwortet werden können oder ein kurzes Statement der Referenten oder der Gäste gegeben wird. Und im Anschluss daran würden wir das Podium sozusagen für die Diskussion öffnen, aber wir möchten Sie bitten, Ihre Fragen direkt an einen oder eine Referentin zu stellen, damit nicht alle fünf sich aufgefordert oder sich überlegen müssen, was sie darauf antworten.
Dann würde ich gerne mit Yayati Ghosh beginnen. Die erste Frage wäre, wenn Sie von Ihrem spezifischen Kontext oder Ihrem spezifischen Arbeitsgebiet, was die Entwicklungsökonomie ist, auf die G7-Politiken schauen, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten negativen Effekte auf die Länder des globalen Südens, wenn wir uns die Frage der Ernährungssouveränität und das Klima vor allen Dingen anschauen? Yeah, thank you very much, and thank you for bringing out the issues so clearly. You know, I have to confess that me, along with many other people in the Global South, we do believe that G7 are the biggest climate criminals in the world today. And they are, I'd like to identify five areas in which I think that this criminality is very, very evident. The first is, of course, that in fact G7 countries still remain responsible for something like 60 to 70% of the carbon emissions in the world through their consumption. The reason that people think that it's less is because you have relocated a large amount of the production to developing countries. We destroy our environment, eat up our resources to export goods which are consumed in the north. And the consumption of the north and the investment in the north accounts for something like 70% of global warming in terms of the carbon emissions. So that's the first sense in which that's a major climate criminal. The second is in terms of encouraging the overexploitation of natural resources of nature in the south. And this is done directly. This is done through the trade and investment agreements that we talked about yesterday, through the various systems that ensure that there is a huge incentive for both local producers and foreign producers, both local and foreign companies, to actually exploit as much as they can the available nature without thinking about the consequences in the medium or long term. This has an effect on climate change. It has an effect on the ecology generally, so that we have created extremely degraded and overexploited conditions of nature which are completely unsustainable. The third is that, in fact, G7 policies promote unequal distribution of income and assets. They actively encourage more concentration within the South. And I'm not saying there is no problem within the South, but southern countries also, the activities and the policies of the G7 actively promote further inequalities in asset and income distribution. They encourage displacement of people from their land. They encourage the concentration of wealth in ways that leads to further exploitation of nature in an unsustainable way. The fourth is that when you look at the solutions, so far G7 has promoted only profit-seeking solutions, cap and trade, various other things which are basically relying on market incentives to encourage private producers to behave a bit better. There is no attempt at regulation, adequate regulation. There is no attempt at ensuring a shift in all kinds of incentives so that consumption patterns change, people's habits change, people's expectations change, material aspirations change in ways that are focused on a quality of life rather than just GDP. And this attempt at looking at climate adaptation and mitigation only through a profit-oriented lens is, I believe, not only ineffective, but actually deeply damaging. And finally, countries that wish to actually engage in efforts to mitigate or to adapt to climate change, developing countries find that we come up against this barrier where the technology transfer is actually prevented. So the concentration of knowledge through intellectual property rights, which is actively promoted by the United States and, I'm sorry to say, Germany, this concentration of knowledge is a deep impediment to countries that really want to make a change in terms of adapting to and mitigating the effects of climate change. Ja, vielen Dank, Yayati Ghosh. Herr Weiger, Sie möchte ich als nächstes ansprechen, weil Sie ja sozusagen aus der Perspektive des Nordens zunächst sich mit den G7, den Folgen der G7-Politiken beschäftigen und vor allen Dingen dort auch einen Fokus auf
Klima und Klimawandel haben. Wie beurteilen Sie die hauptnegativen Effekte? Ich glaube, der zentrale negative Effekt der G7-Staaten ist, dass ihr eigenes falsches Wirtschaftsmodell Zug um Zug von ihnen auf die gesamte Welt übertragen und durchgesetzt wird. Und das falsche Modell, welches uns zwar hier einen vermeintlichen Wohlstand gebracht hat, ist nicht übertragbar weltweit, denn es bedeutet, dass gerade ein Viertel der Menschheit über 80% der Weltressourcen beansprucht. Es bedeutet, dass die Welt brutal ausgebeutet wird, und zwar zu Lande, zu Wasser, man kann auch sagen zu Luft, wenn man an den Verkauf der entsprechenden Rechte denkt für Strahlenbelastung in der Luft. Es ist also kein Bereich vor diesem System sicher, und es wird Zug um Zug durchgesetzt. Und die Hoffnung, die man 1992 bei der zweiten UNO-Umweltkonferenz in Rio hatte, dass es gelingt, tatsächlich ein Modell des nachhaltigen der nachhaltigen Entwicklung durchzusetzen, hat sich als falsch herausgestellt. Das damalige Nachhaltigkeitsmodell wurde so konzipiert, dass es quasi drei gleichberechtigte Punkte gibt, nämlich den Bereich der Ökologie, den Bereich der Sozialen und den Bereich der Ökonomie. Und das heißt, wenn es der Ökonomie schlecht geht, dann muss Ökologie und Soziales zurückstehen. Und das erleben wir seit Jahrzehnten. Wir erleben ein massives soziales und ökologisches Dumping, nicht nur weltweit, sondern auch im eigenen Land, mit der Tatsache, dass auch bei uns wir zunehmende, massivste Umweltzerstörung haben, dass wir auch ein zunehmendes Auseinanderklaffen haben zwischen Reich und Arm im eigenen Lande, und dass es erst recht für die Welt geht. Von daher brauchen wir in der Tat einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel weg von diesem zerstörerischen System der Industriegesellschaften der letzten 150 Jahren. Wir müssen zu einem System kommen, letztendlich von Kreislaufwirtschaftssystemen, einem System der regionalen Qualitäten, des fairen und sozialen und ökologischen Handels, ein System, wo Wirtschaften dann möglich ist, wenn eben ökologische Grundlagen erhalten werden, und wo letztendlich wir nicht ein System bekommen, das derjenige am meisten Profit hat, der es am besten versteht, die Umwelt zu belasten. Und wenn ich dazu noch sagen darf, das ist gar zu klassisch im eigenen Lande. Wir haben in den letzten Jahren, oder anders gesagt, viele von Ihnen hier haben sich persönlich engagiert an der Basis durch eigene Investitionen für die Energiewende dezentral. Wir haben damit hervorragende Fortschritte im eigenen Land gemacht. Gerade in Bayern können wir stolz sein, dass wir gegen die CSU-Regierung über Jahre hinweg eine entsprechende hohe Photovoltaikdichte durchgesetzt haben. Aber das alles wird dadurch klimamäßig zunichte gemacht, dass durch das Versagen des europäischen Emissionshandels, und zwar durch das bewusste Herbeiführen des Versagens und gleichzeitig durch die Tatsache, dass die Kosten der Produktion auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, wir in Deutschland so kostengünstig wie noch nie Braunkohlestrom produzieren. Mit 3 Kilowatt wird er im Moment an der Leipziger Strombörse gehandelt. 3 Cent pro Kilowattstunde. 3 Cent pro Kilowattstunde.
Und da sind natürlich die gesamten Umweltfolgen, die Kosten, dass Tausende von Menschen auch national deshalb früher sterben müssen wegen Braunkohleverstromung nicht enthalten. Und deswegen haben wir genau hier ein eigenes Beispiel. Diejenigen Unternehmen, ob Vattenfall, ob RWE oder andere, die es fantastisch verstanden haben, letztendlich ihre Produktionskosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen, haben den höchsten ökonomischen Ertrag und zerstören regionale Qualitätsstrukturen. Wir brauchen also gar nicht mehr in andere Länder gehen, wir erleben das im eigenen Land. Und deswegen brauchen wir endlich wieder Staaten, national und weltweit, welche sich anders verstehen als in den letzten Jahren, nämlich Staaten müssen Gemeinwohlinteressen schützen und nicht die Privatinteressen von großen oder kleinen Konzernen. Ja, vielen Dank, Herr Weiger, für die klaren Worte. Tina Keller, jetzt du als oder ihr als Aktivisten, Aktivistin, wie beurteilt ihr die Folgen der G7-Politiken? Oder was sind die Folgen der G7-Politiken auf euer Engagement? Danke. Ich glaube, die erste negative Folge oder der erste Hauptausschluss, der sich bei mir zeigt, wenn ich die G7 angucke, ist, dass ich 7 ganz wichtige Staatspersonen einbilden oder vorgeben, sie könnten innerhalb von nationalstaatlichen oder bestehenden Wirtschaftssystemen irgendwas in der Welt ändern. Und ich glaube, dass sich viele sozial oder sozial bewegte Menschen dem anschließen würden, dass, wenn es jetzt dabei bleibt, dass bei Profitinteressen und mit Kapitalakkumulation ein konsequenter Klimaschutz auf keinen Fall möglich ist. Und deswegen finde ich, dass die Hauptkritik an den G7-Verhandlungen an sich, dass dort 7 Wirtschaftsnationen glauben, die Welt ändern zu können. Ich bin ja selbst im Rheinischen Braunkohlerevier aktiv, auch bei einer Graswurzelgruppe, und wir kommen ja später nochmal zu den Strategien, die wir dazu anwenden, uns diesen Politiken entgegenzustellen. Aus aktivistischer Perspektive, ich weiß gar nicht, ob die sich so sehr unterscheidet von den eher von BUND oder auch was wir gerade aus Indien gehört haben. Ich glaube, unter den bestehenden Umständen, wie gesagt, wird ein Klimaschutz immer nur für einen Teil der Welt bestehen. Er wird auf keinen Fall gerecht sein mit den momentanen Policies, die die G7-Staaten vorschlagen. Und ich sehe dabei vor allem, wie schon erwähnt, marktbasierte und neokoloniale Ansätze als das Problem. Also es werden auf der einen Seite als Hauptziel die offenen Märkte und der Handel mit Afrika forciert, und das endet dann in Landgrabbing, wie wir dann später nochmal hören werden. Die Zahlenakrobatinnen der Wirtschaftsindustrien, die versteifen sich darauf, auszurechnen, wie viele Solarkocher denn in Mali ausgeliefert werden müssen, damit hier in Europa noch weiterhin so geflogen werden kann, damit die CO2-Emissionen nicht zu hoch steigen. Es ist ein Emissionshandel, der immer nur darauf ausgelegt ist, einen bestimmten Teil in den westlichen Ländern weiterhin in ihren Industrien festhalten zu lassen. Und ich glaube, es ist eine ganz massive Kritik daran. Es werden also nicht die eigenen Industrien in Frage gestellt. Also zum einen werden sie ausgelagert in den politischen Süden. Zum anderen wird versucht, mit ganz geringen CO2-Reduktionen vorzutäuschen. Man würde auch in Deutschland etwas gegen die CO2-Emissionen tun. Und am Ende geht es doch immer nur darum, dass es nicht um konsequenten Klimaschutz geht, und es geht auch nicht darum, den Regenwald zu schützen, sondern es geht von den G7 und von anderen nationalstaatlichen Institutionen darum, die Welt so aufzuteilen, dass man selbst auf die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels am besten vorbereitet ist. Und sich dabei aber auch noch so Schlupflöcher zu lassen. Ich habe bei der Bundesrepublik Deutschland mal geguckt, die haben da stehen bei den G7 Hauptzielen: mit Blick auf die wichtige Rolle der Versorgung mit Rohöl für das globale Wachstum im Bedarfsfall arbeiten wir eng mit der Energieagentur zusammen, um die Versorgung auch mit Rohöl zu sichern für die Zukunft. Also es geht nicht darum, die wachstumsorientierte Wirtschaft in Frage zu stellen, sondern sich nur abzusichern für die Zukunft und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels selbst abzufangen und dabei vorzutäuschen, den globalen Süden irgendwie mitnehmen zu wollen. Und wenn man auf die AktivistInnen guckt, ich meine, überall auf der Welt regt sich Widerstand gegen Landgrabbing, gegen Kohleabbau, gegen Großprojekte auch, die erneuerbar
gekennzeichnet werden, die dazu da sind, die weltweite Klimabilanz ein bisschen zu verschönern, die aber im globalen Süden stattfinden, wo Menschen von ihren Ländereien vertrieben werden. Und diese AktivistInnen werden in jedem Nationalstaat dieser Welt verfolgt, sie werden kriminalisiert, ihnen wird vorgeworfen, sie würden nur eine bestimmte radikale Perspektive vertreten. Und ich glaube, dass dieser Widerstand sehr nötig ist und wird dann später bei den Strategien nochmal drauf zurückkommen. Ja, vielen Dank, Tina Keller. Luis, wir haben jetzt so ein bisschen Energie-Klima-Bereich sozusagen die negativen Folgen besprochen, oder dazu gab es zwei Statements. Jetzt werden zwei Statements kommen von Luis Muchanga und Gertraud Garfus, die eher einen anderen wichtigen Bereich, den Agrarsektor, betreffen. Luis, ganz konkret, wenn wir die Folgen der G7-Politiken betrachten, setzt du dich ein oder bist du aktiv in einer kritischen, oder du setzt dich kritisch damit auseinander, oder eure Organisation, Entschuldigung, besser gesagt, kritisch damit einer konkreten Initiative der G7 auseinander, nämlich der neuen Allianz für Ernährungssicherheit und deren Effekte für den Agrarsektor. Was ist damit gemeint? Bem, vou falar uma língua um pouco estranha e queria convidar todos os presentes a viajarmos um pouco para Moçambique. E gostaria de agradecer também a oportunidade que pude ter de estar num painel tão importante e tão privilegiado que nem este para discutir uma questão que trata da justiça mundial. A questão do G7, na perspectiva que está sendo desenhado um modelo de desenvolvimento, importa sublinhar que não vamos para nenhum lugar, muito pelo contrário. O que pode vir a acontecer é testemunhar mais uma vez o dizimar do mundo. Eu venho de Moçambique, um país africano, e Moçambique é um dos países que está dentro das iniciativas da Nova Aliança, que é propalado pela G7. Só de 2013 para cá, o país sofreu, ou está a sofrer ainda, uma estruturação muito profunda que vai se refletir no recrudescimento do próprio país no que diz respeito a questões básicas. Quando falamos da soberania alimentar, uma das coisas básicas é a questão da terra, a questão das sementes. A nova aliança, dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão imperialista, dentro da sua visão mercantilista, impõe aos governos africanos a alteração da norma no que diz respeito ao quadro das sementes e ao quadro da terra. Portanto, é uma ajuda, é um salvar a África, mas salvando a África para o fundo do poço. Essa desestruturação leva consigo uma série de interesses capitalistas. E esses interesses é o que a G7, dentro da sua coluna, dentro do seu comboio, leva consigo como pilares, que são as empresas transnacionais. Corremos o risco em Moçambique de podermos passar a produzir OGMs, organismos geneticamente modificados. A lei moçambicana até então proíbe isso, mas pela força da G7, para Moçambique poder ser um país elegível dentro da nova aliança, ela precisa de mudar essa estrutura. Ela precisa de mudar o seu modo de vivendo. Portanto, é um choque muito forte a forma como um país vive. É um choque muito forte a soberania de um país. A camuflagem que usam é que queremos salvar a África. Se queremos salvar a África, será que a África não tem uma soberania de pensar nas políticas próprias de desenvolvimento? Se queremos salvar a África, não poderíamos partir do que a África está a pensar para que nós possamos cooperar?
Que tipo de cooperação é essa que ganha uma parte e a outra parte perde? Moçambique está sofrendo uma pressão muito alta em relação à terra. Em políticas públicas não vale a pena falar. A única coisa que mantém um campesinato a sobreviver no meio rural hoje é a questão da terra e a questão da semente, que infelizmente estão sendo hoje hipotecados. Portanto, a continuarmos assim, não estamos a falar de nenhuma segurança alimentar para o mundo. Não estamos a falar de nenhuma soberania alimentar para o mundo. O que pode acontecer, na verdade, é que esta nova aliança possa contribuir fatalmente para aquilo que seria o empobrecimento da população. Quando eu falo da população, estou a falar de cerca de 70% dos moçambicanos que vivem no meio rural. Não estou a falar das grandes empresas. Portanto, as consequências drásticas que a nova aliança nos deu, a prenda que nós temos hoje, é a alteração do quadro legal das sementes e o quadro legal sobre a terra. E isso vai propiciar aquilo que chamamos de land grabbing, usurpação de terras, que, por sua vez, vai criar revoltas sociais, por sua vez, vai criar uma fuga de pessoas do meio rural para as cidades e, por sua vez, vai colocar Moçambique numa situação talvez mais pior do que se encontra hoje. Obrigado. Luis, ich hätte ein, oder vielleicht zur Klärung eine Nachfrage. Also wenn man sagt, das Konzept der Ernährungssicherheit wird von der Allianz, einer G7-Allianz für Ernährungssicherheit vertreten und man kritisiert es. Und man hat auf der anderen Seite lange gearbeitet für Fragen der Ernährungssouveränität, weil ich gerade merke, dass das in der Übersetzung nicht deutlich geworden ist. Was ist der Unterschied zwischen einer G7-Initiative der Ernährungssicherheit und einem bäuerlichen Konzept der Ernährungssouveränität, was aus den sozialen Bewegungen kommt? Wenn du da kurz noch was dazu sagen könntest. A soberania, a segurança alimentar do G7, dentro do modelo da agricultura que se propõe, que é uma agricultura industrial, estamos a falar de incremento ou de aumento do volume de produção. Mas a questão é, produção de quê? Produção de commodities. Será que vamos alimentar a África com tabaco? Vamos alimentar a África com árvores de eucalipto para celulose? Vamos alimentar a África com algodão? Vamos alimentar a África com soja? Há produtos claros, quando nós estamos a falar de África. O milho, os feijões, as hortícolas. Isso é que significa produzir para alimentar o povo. No nosso entender, isso é que significa soberania alimentar. No nosso entender, os camponeses devem produzir para si mesmo. No nosso entender, os camponeses devem produzir e alimentar os mercados locais. No nosso entender, os governos devem ter políticas públicas que promovam a agricultura que produza alimentos. Não estamos a falar de discussão nas bolsas internacionais de mercadorias sobre... importou tantos quilogramas de soja geneticamente modificada, importou tantos... O balanço internacional da disputa das potências não nos interessa. A questão é, até que ponto as famílias africanas podem ter as três refeições diárias para que, de facto, o índice de desenvolvimento humano possa se notar e se possa refletir nas pessoas? Portanto, é desenvolvimento para quem? Esse aqui é o ponto. Ja, Gertraud Garfus, aus der Perspektive, sag ich mal, aus einer Perspektive des Nordens, was bedeutet da Ernährungssouveränität und die Aneignung oder Wiederaneignung sozusagen der, der Souveränität über die Herstellung des eigenen Essens? Ich darf einführend mich ganz herzlich bei Luis bedanken. Denn es hat mir so zuversichtlich gestimmt, dieses afrikanische Selbstbewusstsein zu hören. Und ich fühle mich total stolz. Applaus
Und ich bin eigentlich jetzt ganz stolz, einer Organisation anzugehören, die auch zu Via Campesina gehört. Und es ist einfach Zuversicht. Danke, Luis. Ernährungssouveränität und Ernährungssicherheit. Ich glaube, der Unterschied ist riesengroß, aber vielen nicht bewusst. Wer mit dem Zug oder mit dem Auto durch das Land fährt, der kann es eigentlich ganz deutlich sehen. Also gerade im Süden, wir haben immer mehr Maisanbau und der Maisanbau ist nicht einmal für Futter, da ist schon immer fraglich, ob das sinnvoll ist, sondern der Maisanbau ist für die Biogasanlagen. Und wir können auch Biogas nicht essen. Und allein an dem kann man wahrscheinlich ganz gut erkennen, wir haben sehr fruchtbare Böden, also gerade wir im Süden Bayerns, wir sind gesegnet, wir haben genug Regen. Und es ist traurig anzuschauen, dass der Anbau von Mais für Biogasanlagen mehr Gewinn einbringt als der Anbau von Gemüse, der Anbau von Getreide für Lebensmittel oder als Futtermittel für unsere Kühe. Das ist einfach traurig zum Anschauen. Aber auch hier ist es so, dass die Gewinnmaximierung das oberste Ziel ist, wobei ich eins klarstellen möchte, jeder Bauer muss einen Gewinn machen. Und wenn es immer heißt, die Bauern sollen überleben können, dann ist es falsch, die Bauern müssen gut leben können, damit die Nachfolger eine Perspektive haben. Wir brauchen doch Nachfolger. Aber wir sehen an dem, was Luis gesagt hat und was hier auch auf dem Podium, ob aus indischer Sicht oder aus deutscher Natur, der Klimaschutzsicht, es hängt alles irgendwie zusammen. Und so hängt halt unsere Landwirtschaft hier auch mit dem G7-Gipfel und mit der Politik dieser G7-Staaten zusammen. Ich bin überzeugt, dass die größten Verlierer mit Sicherheit auf der Südhalbkugel zu suchen sind. Aber auch die hiesigen, die europäischen Bauern leiden unter dieser Politik. Wir leiden darunter, dass dieser Welthandel, dieser unkontrollierte mittlerweile Welthandel, ein Preisdiktat uns aufzwängt, dem wir nicht mehr standhalten können. Und die Folgen davon sind einfach, dass immer mehr Bauern aufhören müssen, dass nur noch Größe zählt, dass nur noch Masse zählt, dass nur noch der billigste Produzent überleben kann, weil er mit Masse auf den Markt geht. Und was das für Folgen hat, das sehen wir genauso wieder, wenn wir aus dem Zug oder aus dem Auto rausschauen. Es gibt immer größere Strukturen, die Ökologie leidet darunter, das Trinkwasser leidet darunter, es wird immer intensiver gewirtschaftet, das Bienensterben, es sind so viele Auswirkungen und ich kann immer nur wieder sagen, es hängt alles irgendwie zusammen und das müssen wir immer deutlich vor Augen halten. Ja, vielen Dank an die Gäste für diese erste Runde von Statements zu den negativen Auswirkungen der G7-Politiken aus ihrer Perspektive jeweils. Ich finde, wir haben jetzt hier auch ein relativ breites Spektrum erhalten. Nord-Süd-Aktivisten, Aktivistinnen, große NGOs, Wissenschaft. Die zweite Runde der Fragen an euch und an Sie würde sich eher darauf beziehen, was Sie aus dem Kontext Ihrer Organisation oder Ihrer Arbeit für Gegenstrategien entwickelt haben. Und da möchte ich mit Hubert Weiger beginnen, der ja ganz konkrete Forderungen, oder der BUND hat ja sozusagen schon ganz konkrete Forderungen, Ausstieg aus der Kohle etc., der Kohleausstieg entwickelt. Ja, wenn Sie da darauf eingehen könnten. Ich bitte jetzt mal vorab um Verständnis, wenn ich, weil das dann den Kreis hier sprengen würde, die Zeit, wenn ich da nur einige wenige Beispiele bringen kann, was wir uns in den letzten Jahren verstärkt als Strategien ganz bewusst zu eigen gemacht haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht ausreicht, die Bevölkerung zu informieren, aufzuklären und dass die Bevölkerung letztendlich dann auch mehrheitlich unsere Positionen teilt. Wir haben das geschafft im Bereich Atom, im Bereich Gentechnik. Sehr vieles, was wir hier vertreten, hat eine außerordentliche Akzeptanz in der Bevölkerung. Alle wollen
gesunde regionale Lebensmittel. Alle wollen rückstandsfreie Lebensmittel, alle wollen Bienen in der Landschaft haben. Natürlich dürfen die sie nicht stechen. Aber ansonsten wollen wir natürlich alle in einer gesunden Umwelt leben, etc. pp. Wir haben also da jeweils große Mehrheiten, aber das hilft nichts, wenn diese Mehrheiten nicht politisch wirksam werden. Denn diejenigen, die an der anderen Wirtschaft verdienen, die sind nicht in dem Raum hier, die sind nicht auf der Straße, die müssen sich auch nicht laut und deutlich artikulieren. Da genügen einige Telefongespräche mit dem Präsidenten oder der Kanzlerin. Dann genügt die Drohung der Verlagerung von Arbeitsplätzen, und zwar dann eben nicht von einzelnen Bauernhöfen, sondern von zigtausenden von Arbeitsplätzen im Bereich Chemie etc. pp. Da genügt dann natürlich auch der Hinweis, ich sage das mal so deutlich hier, auf möglichen Entzug von Parteispenden. Von daher, meine Damen und Herren, haben wir die Erkenntnis, wir haben nicht die Milliarden, aber wir haben die Millionen Menschen. Wir müssen mehr als bisher unsere demokratischen Rechte auch tatsächlich aktiv nutzen. Wir müssen auch die Mehrheiten sichtbar machen, indem wir auf die Straße gegangen sind und indem wir das Märchen widerlegt haben, zum Beispiel im Bereich Energie, ja, die jungen Menschen engagieren sich nicht. Wir hatten die größten Anti-Atom-Demos im Jahre 2010, also vor Fukushima, mit einer Menschenkette quer durch Hamburg von 140 Kilometer Länge von einem AKW zum anderen. 140 Kilometer Länge, das haben wir am Höhepunkt der Anti-Atom-Bewegung in den 70er Jahren nicht geschafft, das haben wir jetzt geschafft, und zwar mit Hilfe unserer Jugend, die auf der Straße war, beziehungsweise die sich eingereiht hat. Es waren die jungen Menschen in Deutschland, die sich hier engagiert haben und die damit das Märchen widerlegt haben, die Jugend, die hat ganz andere Interessen, die wie nur noch in den virtuellen Welten sich aufhalten. Nein, die Jugend hat sehr konkrete Überlebensinteressen, aber sie müssen dann auch tatsächlich durchgesetzt werden. Und ohne diese Demos, das ist die Erfahrung der letzten Jahre, hätten wir die Energiewende in Deutschland nicht durchgesetzt. Es war die Basisbewegung von unten. Es war das Wahlergebnis in Baden-Württemberg, das den Atomausstieg erst deutlich gemacht hat. Dann, wenn es nämlich auch politisch wehtut, beginnt die verantwortliche Politik zu handeln. Das heißt, in der Wahlkabine wird entschieden, tatsächlich, wie unsere Zukunft ist. Und deswegen müssen wir die Demokratie nutzen. Sie ist unsere einzige Chance. Wir müssen auch dafür kämpfen, dass sie bleibt. Wir müssen tatsächlich kämpfen für die Demokratie, denn sie wird an vielen Stellen Zug um Zug ausgehöhlt. Demokratie braucht Vielfalt. Demokratie, meine Damen und Herren, um das nochmal zu sagen, die braucht auch die Vielfalt der Medien. Wir müssen auch inzwischen kämpfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch der ist in unserem Lande gefährdet. Wir müssen kämpfen für die Vielfalt unserer Tageszeitungen, denn wenn wir nur noch eine einzige Zeitung haben mit großen Buchstaben, dann können wir unsere Botschaften vergessen, da werden sie nicht kommen, meine Damen und Herren. Von daher müssen wir das kämpfen, weil wir ansonsten keine Chance haben, und deswegen ist das die zentrale Erfahrung, raus auf die Straße, politischen Druck machen. Die Politik beginnt dann zu reagieren, wenn sie Angst bekommt. Und ein letztes, wir müssen uns zusammenschließen. Nord und Süd, es gibt keinen Gegensatz. Wir sind genauso betroffen wie der Süden. Allein in Bayern sind in den letzten 35 Jahren 300.000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zerstört worden, bewusst zerstört worden. Man hat immer gesagt, die jungen Menschen wollen die Höfe nicht übernehmen. Nein, sie würden sie dann übernehmen, wenn sie eine ökonomische Perspektive sehen. Sie sind bewusst zerstört worden, 300.000 Arbeitsplätze
ohne dass es überhaupt eine nennenswerte Diskussion gegeben hat, weil das natürlich aufgefangen worden ist durch nicht nachhaltige Arbeitsplätze in anderen industriellen Bereichen. Also von daher brauchen wir den Zusammenschluss mit Nord und Süd, denn wir sind gemeinsame Opfer dieser zerstörerischen Politik. Ja, Hubert Weiger hat die Jugend und die Basis angesprochen. Was sagt die Jugend und die Basis, Tina? Ich glaube, ich sehe jünger aus, als ich bin. Aber genau, raus auf die Straße, das würde ich so unterschreiben. Ich würde auch noch ein Stück weitergehen, so wie wir das in den letzten Jahren auch gemacht haben. Rauf auf die Kohleschienen, rauf auf die Kohlebagger. Wir im Rheinischen Braunkohlerevier setzen uns seit ein paar Jahren dafür ein, den lokalen Widerstand, der dort von BürgerInneninitiativen und Umweltverbänden geführt wird, mit einem anderen Spektrum noch zu unterstützen, mit direkteren Aktionen oder zivilen Ungehorsam, der sich direkt dafür einsetzt, dort CO2 einzusparen, wo es auch gemacht wird, also in den 3 Großtagebauen und 4 Großkraftwerken im Rheinischen Braunkohlerevier als größte CO2-Quelle in Europa, haben wir gesagt, dort wollen wir die Kohleverstromung stoppen und dafür genau, setzen wir auch Aktionen und zivilen Ungehorsam ein. Das zum einen, zum anderen versuchen wir eine sehr radikale oder an der Wurzel packende, was ja radikal eigentlich bedeutet, Perspektive in den Energiewendediskurs zu bringen und sagen, es genügt eben nicht, irgendwie auf Effizienz zu setzen und auf Isolierung der Häuser. Es genügt auch nicht, jede Form von Stromerzeugung durch Erneuerbare zu ersetzen, sondern wir wollen gerne mit euch und Ihnen in den gesellschaftlichen Diskurs eintreten, um zu überlegen, welche Industriezweige können wir eigentlich abschalten, weil wir davon ausgehen, dass wir die bestehenden Industrien nicht mit Erneuerbaren fortführen können und das auch nicht wollen. Die besten Beispiele sind dafür die industrielle Landwirtschaft oder auch die Waffenproduktion, wo es im letzten Jahr eine große Debatte darum gab, mit einigen sozialen Bewegungen und der antimilitaristischen Bewegung zusammen, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten, um schon mal ein paar Waffenschmieden abzustellen. Damit bekommt man immer viel Applaus, weil es irgendwie so gut klingt, aber ich glaube, die gesellschaftliche Debatte darum ist ganz schön tough zu führen. Wir versuchen mit anderen Bewegungen oder andere Themen miteinander zu verlinken, also nicht nur die antimilitaristische und die Kohlebewegung oder die Klimabewegung mit sozialen Bewegungen, wenn es um Stromabklemmungen geht, um Preise von Energie überhaupt, für das Benachteiligen der einkunftsschwachen Regionen oder einkunftsschwachen Familien in Deutschland, sondern auch mit einer antirassistischen Bewegung sind wir vor allem in diesem Jahr, versuchen wir zusammen Themenfelder zu erschließen und zu schauen, wie wir solidarisch miteinander die Kämpfe in Nord und Süd verknüpfen können, was super herausfordernd und toll ist und dazu ein ganz starker Dialog geführt wird, auch wenn es um Klimaflucht geht und um die Flüchtlingskatastrophen, die gerade im Mittelmeer passieren. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch von sozialen Bewegungen in Nord und Süd, sich quasi Solidarität zu schenken und wenn es irgendwie nur ein Solidaritätsbekenntnis von unterschiedlichen Kämpfen in die anderen Regionen ist, weil man kann nicht überall die ganze Zeit sein, aber ich glaube, wenn man weiß, dass man nicht allein auf der Welt kämpft, dann genau, ist alles ein Stück einfacher. Louis, ja, aus der Perspektive der afrikanischen bäuerlichen und kleinbäuerlichen oder aus der Perspektive deiner Organisation UNAC, wie sehen die, eure Strategien aus gegen die G7-Politiken und deren Auswirkungen? Uma das Strategien, die nós temos como Movimento de Camponeses, é resistir. Resistir e resistir. E essa resistência dá-se no campo de batalha. E para nós o campo de batalha é o meio rural. Somos um movimento que congrega cerca de 70% da população moçambicana, portanto, sentimos que somos fortes e somos capazes de fazer isso. Mas a aliança é o ponto mais estratégico.
Eu consigo me comunicar com a minha companheira, estamos aliados na Via Campesina. O companheiro Vargas estava a levantar essa questão da necessidade da união Norte-Sul. Essa é uma questão extremamente importante, porque os governos já estão aliados. A pergunta é, a sociedade civil, como é que se alia nisto? E eu, agradecendo a Incota por estar nisto, um dos objetivos que eu tenho também é criar alianças. É fortalecer essa muralha de luta. É fortalecer essa muralha de resistência. Nós, em Moçambique, como forma de resistência, em todas as reuniões que o governo prepara, com ou sem convite, estamos lá. Desde o momento que o assunto nos interessa. Não precisamos de esperar pelo convite. De tal maneira que o governo nos mobiliza, quando se trata de processo eleitoral, nós também nos mobilizamos quando se trata do assunto que nos interessa como comunidade rural. A outra estratégia, acho que muito bem sabem que Moçambique tem problemas sérios da literacia. A questão da capacitação do campesinato. A lei de terras que hoje está sendo transformada e a lei das sementes que hoje está sendo transformada são documentos que em termos de volume ultrapassam isto. E às vezes é um difícil para um camponês que tem problemas de entender até o português. Ele fala a língua local, o português que é a língua nacional, tem dificuldade a ver de entender. Fica um pouco difícil de entender ou interpretar uma lei dessas para ele defender-se. E o papel da UNAC é pegar um documento tão volumoso que nem este, transformar em duas ou três páginas simples, trazendo quais são os pontos dentro da lei da terra que o camponês pode pegar para defender-se. Criar advogados no meio rural, para os camponeses autodefenderem-se. Essa é uma estratégia. A produção de estudos. Esse modelo que está nos sendo colocado, que está nos sendo imposto hoje, já provou o seu fracasso. Se formos a Brasília, vamos ver os sem terra. Do que resultam os sem terra? Se formos à América Latina estudarmos o ambiente, vamos perceber o que criou a Revolução Verde. Vários estudos são apresentados sobre as contaminações a nível da Ásia. Vivemos há bem pouco tempo atrás a questão da crise energética, as mudanças climáticas. Isso tudo, companheiros e companheiras, é a consequência deste modelo, o modelo de desenvolvimento, que não é sustentável. Portanto, nós nos mobilizamos, criamos aliança, fizemos as marchas, mesmo com xambocos, mas não estamos firmes naquilo que nós queremos. E temos dito aos países, aos companheiros que cooperam com Moçambique, que se alguém quer me ajudar a pintar a minha casa, não pode perguntar por que você usou cimento X para você construir essa casa. Para eu te apoiar a pintar a sua casa, troca do cimento X, usa o cimento Y. Onde está a minha soberania? Onde está a minha vontade de fazer aquilo que eu quero? Portanto, as políticas do G7, se de facto querem promover o desenvolvimento inclusivo, responsável e sustentável, é preciso que respeitem as políticas domésticas dos países. Essa é a agenda que nós colocamos dentro das nossas lutas. Obrigado. Ja, dann gebe ich gleich die gleiche Frage weiter an Gertraud Garfus. Also wir versuchen, oder ich baue es jetzt mal in Schritte auf. Also zum einen einzelbetrieblich, es ist ganz wichtig, den Bauern und Bäuerinnen zu zeigen, dass es auch einen Weg gibt, der finanziell gut ist, der Gewinn bringt, der den Betrieb vorwärts bringt und der für die Familie gut ist. Also wenn ihr zum Vergleich den 500-Kuh-Bauern mit dem 50-Kuh-Bauern, dass man sagt, wenn du schaust, dass deine Tiere gesund bleiben, wenn du anständige Fütterung hast und wenn du so wirtschaftest, dass deine Kinder einen Boden haben, mit dem sie weiterhin produzieren können, dann wirst du zufrieden sein und du wirst weniger Stress haben. Aber das braucht einfach ein Management, ein betriebliches Management, das diese Aspekte alle beinhaltet.
Also es reicht nicht nur der Kontoauszug, ich muss immer weiter schauen. Ich muss schauen, wie geht es meinen Tieren, welche Fütterung ist angebracht, was ist richtig. Und dann werde ich langlebigere Tiere haben und werde letztendlich mehr Gewinn von einem Tier haben. Und mir wird es auch psychisch besser gehen. Das ist mal das eine. Und das ist ganz im Gegensatz zu dem, was verbreitete Lehrmeinung ist. Also alle Landwirtschaftsschulen, Land auf, Land ab, predigen intensiver, mehr, größer werden, den Nachbarn verdrängen. Und genau dem wollen wir entgegenwirken und so viel es irgendwie geht, darauf einwirken, dass Bauern wieder Solidarität untereinander verspüren und nicht den Nachbarn als Gegner sehen. Das ist jetzt mal die Grundlage zum Erhalt unserer Betriebe. Es geht auch darum, Bewusstsein zu bilden. Also nicht jeder Bauer hat per se ein Bewusstsein, der sagt, super, das ist gut, was ihr macht. Das heißt, wir müssen Zusammenhänge erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir selbst die Verlierer sind, wenn wir die Futtermittel aus Paraguay importieren und dann das Milch, die billig produzierte Milch auf den Weltmarkt schmeißen und von China bis Mosambik die Milchpreise kaputt machen. Wir müssen Zusammenhänge erkennen und wir müssen Verantwortung übernehmen. Und diese Bewusstseinsbildung ist Teil dessen, was wir vorhaben. Manchmal gelingt es uns nicht immer natürlich. Ein anderer Aspekt ist die Förderung. Im Moment ist es so, die europäische Agrarförderung ist rein flächenbezogen. Das heißt, ganz wurscht, wie ein Hektar bewirtschaftet wird, jeder Bauer kriegt oder Bäuerin kriegt gute 300 Euro pro Hektar. Egal, ob der Mais steht, egal, ob der Boden in 15 Jahren oder 20 oder 30 Jahren kaputt ist oder ob darauf eine artenreiche Wiese oder Gemüse angebaut wird. Und dieses System, das muss unbedingt geändert werden. Das schafft nur immer größere Strukturen. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, denn wer viel Fläche hat, egal wie er diese Fläche bewirtschaftet, kann immer besser konkurrieren gegen den, der wenig Fläche hat. Und bäuerliche Betriebe sind in der Mehrheit kleinere Betriebe. Und was diese Betriebe haben, ist wenig Fläche und viel Arbeit. Und deswegen muss da eine Änderung in der Förderung her, das ist ganz wichtig. Denn wir müssen uns verstehen, es geht hier nicht nur um irgendwelche Idyllen, sondern es geht um die Lebensgrundlage unserer zukünftigen Generationen. Es geht darum, wie mehr Bauernhöfe ich erhalte, desto mehr kann überhaupt eine ökologische Landwirtschaft betrieben werden. In größeren Strukturen werden wir immer mehr an unsere Grenzen stoßen. Und deswegen ist es für alle Menschen auf dieser Welt so wichtig, die bäuerlichen Betriebe zu erhalten. Ein weiterer Punkt ist, wir versuchen immer Bündnisse zu schmieden. Also genauso wie wir jetzt hier, ob das jetzt Elmau oder München oder Garmisch ist, einfach dabei zu sein, die Landwirtschaft einzubringen als wichtigen Punkt und sich Verbündete zu suchen, weil allein, das wissen wir alle, nur gemeinsam sind wir stark und das müssen wir praktizieren. Manchmal muss man ein paar Kröten schlucken, aber ich glaube, es ist es wert und wenn die Richtung stimmt, dann ist es wert, Bündnisse zu machen und dann ist es auch wert, nach Berlin zu fahren, zum Demonstrieren, auf der wir haben eine SAT-Demo. Wir müssen den Politikern auf der Straße zeigen, was wir meinen und wir dürfen uns den Mund nicht verbieten lassen und auch nicht von 20.000 Polizisten, die jetzt irgendwo rumstehen und bezahlt werden für das, wo wir manchmal nicht wissen, für was. Und wir müssen vor allen Dingen auch schaffen, diese Entfremdung zwischen Bauern und Verbrauchern zu beenden. Die meisten Leute gehen in den Supermarkt und kaufen irgendwas. Meistens sind dann auch noch irgendwelche irreführenden Bilder auf den Verpackungen, wo man meint, ah ja, dieses Schwein hat mit Sicherheit glücklich gelebt, da ist ein so schöner Bauernhof abgezeichnet. Wir müssen es lernen, wieder zu sehen, wo unsere Nahrungsmittel herkommen, wie sie produziert worden sind und wir müssen sehen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und wenn es den Bauern gut geht und sie gute, gesunde Lebensmittel produzieren können, sie wollen es mit Sicherheit, sie müssen es auch können, man muss sie lassen, man muss sie unterstützen dabei, dann hat jede Verbraucherin und jeder Verbraucher was davon. Und diesen Zusammenhang muss man immer wieder klar machen. Und
wir dürfen auch nicht aufhören, das laut kundzutun. Also wenn ich einen Politiker oder Politikerin sehe, dann denke ich mir immer, du bist eigentlich mein Angestellter. Also meine Angestellte. Und wenn ich auch nicht so viel von Hierarchien halte, aber in dem Fall schon, da muss ich schon sagen, ihr seid verantwortlich dafür, ihr müsst Politik machen für die Menschen und nicht für Konzerne und nicht für Gewinnmaximierung. Und da steht die Landwirtschaft im Mittelpunkt. Ja, vielen Dank, Gertraud. Bevor ich jetzt an Jayati Ghosh sozusagen weitergebe für ein Abschlussstatement dieser ersten beiden Fragerunden, möchte ich selbst kurz nochmal anmerken, was mir aufgefallen ist in allen Beiträgen. Es geht natürlich ja nicht nur um Ökonomie, Energie, Klima, Landwirtschaft, sondern es geht in allem, was hier gesagt wurde, ja auch um neue Formen des Miteinanders, um Solidarität über Grenzen hinweg oder auch zwischen verschiedenen Sektoren der Gesellschaft und auch um eine Art Empowerment, also wieder Aneignung sozusagen der eigenen Handlungsmacht, das sich dann in verschiedenen Bereichen zeigt. Wir wollen das in der Landwirtschaft, wir wollen das im Bereich Energie. Mir ist, was jetzt ein bisschen vielleicht, dadurch, dass kein Vertreter, keine Vertreterin hier saß, nicht so stark gemacht worden ist, ist natürlich bei diesem Miteinander auch, sag ich mal, die Arbeitskämpfe und die Gewerkschaften oder die betrieblich Organisierten nicht zu vergessen, was, das könnte man später auch diskutieren, ja auch im Bereich, wenn wir den Ausstieg aus der Kohle fordern, kein konfliktfreies Gebiet ist. Natürlich müssen wir uns auch darum Gedanken machen, wo finden diese Menschen Arbeit und Konzepte in die Richtung entwickeln. Und das andere Thema, finde ich, ist das, was auch ja hier auf dem im Titel des Podiums steht, Flucht und Migration. Also es wurde schon Klimaflucht, Landflucht angesprochen, aber wenn wir jetzt über neues Miteinander, Solidarität sprechen, würde es auch darum gehen, die zu entwickeln gegenüber jenen, die eben keine Rechte haben, die hier zu uns kommen oder die gerade auf dem Mittelmeer versuchen, zu uns zu kommen. Da viele von ihnen zumindest sekundär auch aus Umweltgründen, das heißt aufgrund verdorrender Böden, bewaffneter Konflikte, die aufgrund von Ressourcenkonflikten entstehen, hierher kommen. Also diese beiden Bereiche, sage ich mal, Gewerkschaften, betrieblich Organisierte und Flüchtlinge, Migranten, sind natürlich auch diejenigen, die für ein neues Miteinander wichtig wären. Aber jetzt möchte ich an Jayati abgeben für das Abschlussstatement, bevor wir in die Diskussion gehen. Thank you very much, Stephanie. You know, this has been for me a really very inspiring discussion. Because, you know, where I come from today in India, activism is under huge threat. NGOs are being targeted, they are being told, deprived of funding, we are being told, all of us, that we are anti-national if we oppose a particular kind of development. And if we argue that those who are being marginalized, displaced, and are suffering because of this development, that their rights also need to be considered. And in fact, it's very, very important today, more than ever before, to have the international solidarity that I think has been expressed across this panel. So for us, it's hugely important. I think it's really a matter of life and death in large parts of the developing South to know that there is an international solidarity for our cause. It's very important for us. So thank you. I want to pick up on something that my colleague from Germany talked about, that, you know, the worst crime of the G7, in a sense, is imposing this model of development and growth on all of us. And it's not anymore an external imposition. It has been internalized. Our ruling classes across the world believe in this, believe that this is the way to go, this is how to do things, this is the kind of economy to strive for, and everything else can be thrown by the wayside as a result. So we have, in fact, to oppose fundamentally this model, and we have realized across this table that all of us are affected by this model, North and South, and that it is a deeply destructive model, not just in a broad sense of the environment, but in a broad sense of the quality of human life. So it's very important first to attack that model,
And I believe that activists in India are being targeted precisely because they are attacking that model. It is the fact that they are able to bring home to some that this is not a model that generates either a better quality of life or economic or social justice or even minimum standards of living for most of the people. I think that bringing that out is what has created such a threat to the ruling classes, that we are being targeted in this way. Now, I want to emphasize, therefore, I want to bring out another angle that we haven't talked about so much, which is the gender angle. And we all know, everybody says it kind of casually without thinking about it, that women are the worst affected by climate change. But in fact, it is true in a sense beyond anything that we can imagine. In countries in the subtropical areas of South Asia, which are drastically affected by climate change now, in terms of huge floods, in terms of inundation, in terms of massive displacement, because rivers are changing course and land is just being lost to water, because the sea is gradually eroding into the lands, and because we are having huge weather changes that affect agriculture, that affect livelihoods of other kinds, we find that the women are the ones who are the most dramatically affected in terms of their lives. And it's you can't talk about it as quality of life because it is actually much worse. It's actually a destruction of life as you know it. And it's being forced to move in very physically insecure conditions. It's being forced to completely alter the social context in which you live. And being thrown into situations where you do not have the assets or the livelihood opportunities that enable you to survive. Now, therefore, it's very important when we look at all these strategies and of mobilizing to specifically focus on mobilizing women. I want to give you one example from India, which I think is a very, very hopeful example. If I can have just 1 minute. There is a federation of cooperatives in the South Indian state of Kerala. It is called Kutumbashri. And this began, in fact, you know how everybody proposed microcredit for a while. You know, the development industry has different flavors of the month. Now it's conditional cash transfer, but before it was microcredit. In fact, microcredit was promoted everywhere. But in India, in this particular state, because it was being ruled by, in fact, a Marxist government at that time, this state decided to convert this into a strategy for mobilizing women at the micro level through self-help groups, which they then federated and created into a cooperatives. Now, this became a statewide cooperative, this Kutumbashri, and it has proved to be extraordinary in terms of the things it has managed to do. The Kutumbashri has assisted little groups of farming women to become farmers and to focus on food cultivation, because Kerala is a state like Mozambique. We were all encouraged to shift to cash crops. They moved massively to cash crops. They cut down on rice production. Women took little parts of their plots, got together in cooperatives, and started going back to rice production in sustainable forms, using the system, it's called system of rice intensification, which is a much more sustainable, less chemical input using form of agriculture. Women got together and worked out different ways of processing the coconut tree output, you know, using the husks to using the stems to use make furniture, using the husks to make different kinds of things, using processing the water, processing the cream, processing the oil in different natural ways. And this has actually, because of the fact of a cooperative, it has enabled them to market it in sustainable ways. Women were encouraged to get into sanitation work, which is very important in rural areas especially, and is very ignored across India, sanitation massively ignored. And they were able to do this because they were working as a group in cooperatives, in a spirit of solidarity. I think the Kutumbashri example shows how much you can do if you mobilize women specifically, taking advantage of all the insights that they have collected, taking advantage of the skills that they can bring, and bringing them together to share those skills. And I do believe that in this fight of mitigation and adaptation to climate change, while we are confronting this model of growth, while we are confronting global capital, while we are fighting with the government to change that whole structure of incentives which encourages private capital to actually completely destroy our planet, we must also think of mobilizing at the grassroots, particularly the mobilization of women, who can show a really alternative way of how to do things.
Ja, vielen Dank an alle Gäste nochmal hier auf dem Podium. Ja, die Organisatoren haben sich hier eine neue Moderationsmethode ausgedacht und haben schon mal Fragen von Ihnen schriftlich eingesammelt, die ich jetzt hier auch vorliegen habe, aber ich finde zumindest jetzt die erste, das sind sehr spezifische Fragen an fast alle Gäste hier auf dem Podium, aber ich habe das Gefühl, für die Dynamik, die so positiv mir hier vorkommt, wäre es jetzt ganz schön, zuerst vielleicht wirklich mündlich ein paar Fragen auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, zu stellen. Moment. ich weiß nicht, ob dieses Mikrofon auch in den Saal geht. Vielleicht kann das einer von den... Okay. Dass wir zumindest 3, 4 Fragen, und dann möchte ich bitten, weil ich habe für jeden, außer für Hubert Weiger, konkrete Fragen, dass Sie, wenn Sie Fragen an Hubert Weiger haben, dass Sie die jetzt zuerst stellen, mündlich. Jetzt müsste jemand kommen und rumgehen. Es wurde ja hier häufig und vor allem von Hubert Weiger über die, also wehrt euch über, darüber, dass man seine Stimme erhebt, dass man auf die Straße geht und natürlich alles unter den Begriffen Solidarität, Friedlich und Ökologie. Und ich finde, es waren sehr kluge und sehr gute Beiträge. Ganz kurz, ich möchte schon einen Punkt noch erwähnen, der heute hier nicht zum Tragen gekommen ist, vielleicht in den anderen Beiträgen, aber der sehr eng mit der Thematik von heute verknüpft ist. Das ist das Thema Waffen. Und da müssen wir uns ganz mächtig und auch auf die Straße im Sinne von Herrn Weiger und von den Aktivisten hier, müssen wir uns ganz mächtig die nächsten Jahre warm anziehen, um gegen Waffenproduktion und gegen Waffenexport wirklich ganz massiv vorzugehen. Da sind wir alle gefragt. Und man sieht ja die Militarisierung der Welt in den letzten Jahren in so einem starken Maße. Man sieht die Auswirkungen, wo alles aus den Nähten. Ich stamme aus Syrien und merke, wie mein Geburtsland systematisch zerstört wird. Also ist zerstört. Frieden unter den Leuten ist zerstört, die Ökologie ist total auf dem Boden und die Solidarität bricht ab. Vielleicht kann hier Herr Weiger oder die anderen Aktivisten auch uns vielleicht kurze Stichworte für eine Strategie der Anti-Waffen-Bewegung hier schildern. Ja, ich sehe jetzt vorne noch 2 weitere Fragen. Wo ist das Saalmikro? Nee, hier vorne erstmal. Wir sammeln diese beiden Fragen und dann hatte der Herr hier auch noch eine und dann würde ich sagen, gehen wir in die Antworten. Ganz kurze Frage an Hubert Weiger, Marita Wiggerthale. Es ist ja die Mobilisierung über Wir haben es satt, ist wirklich fantastisch, immer mehr werden, super wichtig und ganz klares politisches Signal an die Bundesregierung, was die Unzufriedenheit mit dem aktuellen System angeht. Trotzdem muss man ja leider festhalten, dass bei der Reform der Agrarpolitik wir leider nicht besonders erfolgreich waren. Oder dass wir auch bei der Düngemittelverordnung jetzt, ich habe gestern noch gesehen, die Getreidehändler machen richtig doll mobil gegen die Düngemittelverordnung gerade. Was muss noch passieren, damit wir das wirklich noch stärker in politische Änderungen wirklich übersetzen? Brauchen wir mehr Kampagnen? Brauchen wir noch breitere Bündnisse? Was können wir da noch tun? Ja, ich habe jetzt auch eine Frage an Herrn Weiger. Und zwar geht es um Nord-Süd-Solidarität oder Forderungen strategischer Art. Die G7-Länder haben meines Erachtens Klimaschulden. Also wir haben unser Budget schon längst überschritten, insbesondere gerade auch die reichen Länder.
Selbst wenn man nur ab 1990 rechnet, ich gehe jetzt gar nicht auf die historischen Schulden seit Beginn der Industrialisierung ein, das Volumen dieser Schulden ist erstaunlich hoch. Man glaubt es kaum. Es geht zum Beispiel um 250 Milliarden Dollar pro Jahr für die USA, die sie jährlich bezahlen müssten eigentlich. Und Deutschland circa über 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Wäre es nicht vernünftig und solidarisch, so ist meine Frage, zwischen Nord und Süden, wenn wir vom Norden her als BUND und als ATTAC oder andere Umweltorganisationen in der Klimabewegung fordern, dass diese Schulden anerkannt werden von unseren Ländern? Es ist unrealistisch, dass es gleich gemacht wird, aber wir fordern ja auch andere Dinge, die nicht gleich gemacht werden. Und dass diese Schulden in einen internationalen UN-Fonds einbezahlt werden, wird sich der BUND dafür einsetzen, ist meine konkrete Frage. Ja, genau, ich wollte sagen, dass Sie das Mikro weitergeben, bitte. Ja, ich würde gerne nochmal auf diese Allianz für Afrika, die sogenannte, gehen und an Luis die Frage, vielleicht auch an Herrn Weiger oder andere, wer sind die Akteure? Soweit ich weiß, sind es nicht nur die G7-Regierungen, sondern auch internationale Saatgut- und Chemie-Gentechnik-Konzerne, die da absolut das Sagen haben. Und mich beunruhigt das sehr, weil da die Situation offensichtlich zu befürchten ist, dass es viel schlimmer wird, als statt den Menschen dort geholfen wird. Die Frage ist, sind das noch Pläne oder sind die negativen Folgen in afrikanischen Ländern schon zu spüren? Ja, und kann man es letztlich stoppen? Und wenn ja, wie, außer auf die Straße zu gehen jetzt? Ja, vielen Dank. Machen wir in der nächsten Runde. Herr Weiger, möchten Sie beginnen zu antworten? Mir ist dazu zu der ersten Waffenfrage auch noch eingefallen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo drin der davon spricht, dass die besondere Bedeutung des G7 nicht mehr in ökonomischen Fragen liegt, sondern in militärischen Fragen, also dass es eine Verschiebung gegeben hat. Deswegen fand ich das jetzt eine sehr interessante Frage. Ja, nachdem ich der erste Zivildienstleistende im Umweltschutz in Deutschland war, fällt es mir als relativ leicht darauf zu antworten. Frieden schafft man nicht mit Waffen. Und ich glaube, von daher brauchen wir in der Tat auch hier eine völlig neue Diskussion. Und wir müssen als erstes wegkommen als eine der führenden waffenproduzierenden Länder dieser Welt, dass wir noch unsere Waffen mit Hilfe Export in die ganze Welt bringen und damit natürlich überall Beteiligte sind an den brutalen Weltkonflikten. Ich glaube, das ist auch durchaus ein damit ganz wichtiges Thema für einen Zusammenschluss der Umwelt- und der Sozial- und Bürgerrechtsbewegung, sowohl national wie weltweit. Stichwort, wir haben Esat-Demos, ich darf Sie gleich zur nächsten wieder einladen, im Januar traditionell am ersten Samstag der Grünen Woche. Wir haben es mit Hilfe dieser Demos, und zwar des wachsenden Zuspruches dieser Demos, endlich erreicht, dass überhaupt die Fragen, die uns hier beschäftigen, zunehmend wesentlich mehr Menschen in unserem Lande beschäftigen. Die Fragen der Art der Tierhaltung, der industriellen Tierhaltung, ist damit jetzt zu einem bundesweiten Thema geworden. Und von daher müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur die Demos weitergehen in Berlin, sondern dass sie auch dezentral, auch in den jeweiligen Bundesländern durchgeführt werden und dass wir von Jahr zu Jahr mehr Menschen werden. Wir müssen tatsächlich sagen, die Menschen haben erkannt, die Vernichtung der Welt beginnt mit der Zerstörung der bäuerlichen Struktur. Und von daher ist der Kampf für die bäuerliche Struktur ein Überlebenskampf auch für uns geworden. Und von daher brauchen wir andere Rahmensetzungen. Und wir haben auch erkannt,
Ohne eine Europäisierung unserer Bewegung haben wir keine Chance auf europäischer Ebene. Es reicht eben nicht, jetzt in Deutschland einige Abgeordnete für uns zu gewinnen. Es reicht nicht, am Anfang das Europäische Parlament für unsere Positionen zu gewinnen, wenn dann am Ende genau das Gegenteil rauskommt von dem, auch was der Kommissar versprochen hat. Die europäische Agrarpolitik, sie ist weder ökologischer noch sozialer geworden. Sie geht weiter, sie hat nur unsere Begriffe übernommen. Und die Absurdität ist, wenn ökologische Vorrangflächen inzwischen auch so ausgestaltet werden können, dass man innerhalb der ökologischen Vorrangflächen genauso düngen und spritzen kann wie außerhalb und das Prämien unschädlich ist. Aber wir haben erkannt, hinter dem Ganzen, und das ist auch meine persönliche These, hinter dem Widerstand gegen eine Änderung der europäischen Agrarpolitik, da stecken eben nicht nur die großen industriellen Agrarbetriebe, da steckt vor allem die europäische und internationale Lebensmittelwirtschaft, Nestle und Co. In all ihren Vielfalten, die Aldis, die Lidls etc. pp., die stecken dahinter, denn es geht um ihre Milliardengewinne. Und von daher müssen wir das viel schärfer thematisieren, weil wir ansonsten keine Chance haben, hier was zu bewegen. Das heißt, die Antwort ist Europäisierung, Zusammenschluss mit den Franzosen, mit den Italienern in einer ganz anderen Qualität, als es bisher der Fall ist. Und da bewegt sich erfreulicherweise aus den Regionen Entscheidendes, teilweise mit anderen Motiven, aber es beginnt zu laufen und das lässt in der Tat hoffen. Ich halte den Vorschlag, Klimaschulden einen Fonds zu bilden, für ganz wichtig und sollten wir auch als solches aufgreifen. Die Staaten sind ja bereit, ab dem Jahr 2020 100 Milliarden zu bezahlen pro Jahr. Das ist aber natürlich nur ein Klacks, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist immerhin ein Einstieg, aber von dem sind wir noch sehr weit entfernt, denn das einzige Land, das bisher Entscheidendes dazu beigetragen hat oder beitragen will, ist Deutschland. Also das haben wir erreicht, aber auch Deutschland liegt noch unter 10 Milliarden, also unter den von Ihnen genannten 30 Milliarden pro Jahr. Wir haben also auch damit eigene Hausaufgaben, aber es ist klar, wir haben Klimaschulden und diese Klimaschulden, die müssen abgetragen werden. Und dazu braucht es entsprechende Institute. Und jetzt vielleicht etwas, was hoffen lässt. Die UNO wird im Herbst hoffentlich sogenannte Nachhaltigkeitsziele formulieren, die weit über die bisherigen Ziele hinausgehen. Auch über die Millenniumsziele. Und da sind auch entsprechende Ziele beinhaltet, die tatsächlich zum Beispiel sich beschäftigen mit guter Regierung. Was heißt gute Regierung? Was heißt Bürgerbeteiligung? Was heißt letztendlich Partizipation der Bürger? Wir haben damit, glaube ich, auch neue Chancen, auch im eigenen Land mit mehr Qualität dafür zu kämpfen, aber auch in anderen Regionen. Ich glaube, das sollten wir deswegen ganz stark beteiligen. Und vielleicht für Sie nur zur Information, wir hatten erst vor wenigen Wochen in Nürnberg gemeinsam mit unseren Freunden von Brot für die Welt, Miserio und anderen, einen Nürnberger Konvent mit einer Erklärung zum Schutz der Menschenrechte auf Nahrung. Und da ist zentral das Recht auf Saatgut, auf letztendlich Bestimmung, welches Saatgut ich komme. Die Zerstörung beginnt über das Saatgut. Und deswegen ist das so fatal, was jetzt in Afrika geplant ist. Man tut so, als würde man den Menschen helfen, als hätte man erkannt, Afrika ist hauptbedroht und Opfer des Klimawandels. Und deswegen müssen wir quasi jetzt helfen, indem man nochmal die letzten regionalen Strukturen kaputt macht und Monsanto und Co. den endgültigen Zugriff gibt. Und da ist die Zentrale. Da ist die Zentrale dieser Bewegung, sitzt hier in München. Das ist unter anderem unser europäisches Patentamt, das sich, auch das war für mich, deswegen sage ich es Ihnen weiter, weil ich nicht weiß, ob Sie das wissen, ich habe es bis dahin nicht gewusst. Ich habe immer den Irrglauben gehabt, ein Patentamt, das wird vom Staat finanziert, ein europäisches Patentamt wird von der Kommission finanziert. Nein,
weit gefehlt. Es wird finanziert von den Lizenzen über die vergebenen Patentrechte. Und deswegen wird eben patentiert auf Teufel komm raus, weil dann können Sie entsprechend daran verdienen. Und deswegen wird eben inzwischen schon längst nicht mehr nur gentechnisch veränderte Pflanzen werden patentiert, sondern auch konventionell gezüchtete Tier- und Pflanzenarten werden genauso über das europäische Patentamt patentiert. Und deswegen haben wir, glaube ich, hier in München eine gewaltige Hausaufgabe zu leisten, um dieses zu problematisieren. Und ein letztes, weil ich dann nämlich zu einer anderen Veranstaltung gehen muss, nämlich, Sie wissen ja, der Evangelische Kirchentag in Stuttgart läuft und dort bin ich heute Nachmittag auch gefordert. Was hoffen lässt, und das möchte ich aus meiner Sicht, weil ich auch feststelle, es gibt zunehmend Signale der Entmutigung nach dem Motto, was hilft's denn, was hat's denn schon gebracht, was tut er denn wieder auf die Straße gehen, bringt doch nichts, etc. pp. Nein, es schafft Bewusstsein bei Menschen, wo man es nicht für möglich gehalten hat. Deswegen müssen wir mehr werden, deswegen müssen wir das vielfältiger machen, deswegen muss unser Kreis größer werden, damit am Ende alle kapieren, auch wir sind Opfer dieser Politik. Und deswegen braucht es auch den Zusammenschluss der Umwelt mit der Sozialbewegung, genauso wie mit der Bauernbewegung. Ohne die ABL und ohne die Freunde vom ökologischen Landbau hätte man längst die Debatte mit unserer Wir haben es satt Demo als Bauern feindliche Aktion diffamiert. Das haben sie auch versucht. Ne? Und da waren halt 300 Funktionäre vom Deutschen Bahnverband vor dem Bahnhof gestanden und wir waren 50.000 am Potsdamer Platz und wir hatten 10-mal so viele Bauern bei uns wie diejenigen, die bezahlt abgestellt worden sind, damit sie quasi die Gegendemonstration anführen. Und das hat Wirkung. Und deswegen noch ein letztes. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Die kleinsten Anfänge werden am Anfang immer diffamiert. Wir hätten die Energiewende nicht geschafft ohne die Aachener Solarinitiative, ohne die Freisinger Solarinitiative mit kostendeckender Photovoltaikstromvergütung. Wurde belächelt, bespottet. Nein, sie haben sich durchgesetzt. Wir haben es geschafft, dass es vom Deutschen Bundestag zum Gesetz gemacht worden ist und deswegen konnten über 1,3 Millionen Menschen sind jetzt ihre eigenen Stromproduzenten und damit sind die Kurse von E.ON und RWE im Keller. Sie sind heute noch ein Drittel von dem Wert, was sie früher waren. Und die Sprache, die verstehen Sie. Das ist die einzige und die müssen wir noch intensivieren. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Weiger. Jetzt die Allianz für Afrika, Luis Muchanga, die hier kam. Die Frage der, dass noch mehrere Länder ja auch in dieser Allianz. Ja, ganz genau. Das deckt sich auch mit einer Frage, die ich hier auf einem Kärtchen erhalten habe, so ein bisschen. Und zwar, ja genau, wer ist alles in der Allianz für Afrika und warum stimmen aber auch die afrikanischen Regierungen diesen strategischen Partnerschaften zu? Bem, muito obrigado. Bem, a aliança é uma das formas de, que se encontrou de fazer com que as definições que saem na G7 possam ter andamento a nível de África. Então, sobrenome Aliança para a Segurança Alimentar, mas talvez Aliança para a Destruição Alimentar. Talvez esse seria o nome mais correto. E fazem parte de quase que todos os países, digamos, envolvidos dentro da G7. Mas, no concreto, até agora, as situações são vividas a nível de Moçambique. Eu quando falo da questão, por exemplo, que se verificou na alteração, ou que está-se a verificar no quadro normal sobre as sementes, o que está-se a verificar na questão da alteração do quadro normativo sobre a terra,
quem está a promover isso é um pouco mais ao azeite, a JICA, Agência de Cooperação Japonesa, e nesse caso o Banco Mundial, é que estão mais a promover isso. Mas isso entra dentro de um espírito muito mais amplo, porque a aliança é uma das componentes entre várias. Hoje temos uma outra vertente, que também o colega estava a levantar, sobre as diferentes outras formas de avançar com esse sentido do imperialismo. Temos os BRICS, que é também uma das novas alianças, dentro de uma antena que é a cooperação Sul-Sul, onde está o Brasil, está a Rússia, está a África do Sul, está a Índia, está a China, que também procura se colocar, posicionar, digamos, na arena mundial. Temos, por outro lado, uma cooperação Sul-Sul, a nível de Moçambique, que também se insere numa parceria triangular, que é onde está o Brasil, está o Japão e está o Moçambique. E aí está em causa um programa que talvez tenham ouvido falar, porque o NAC foi um dos grandes protagonistas em travar o sentido desse programa, que se chama ProSavana. Portanto, há muitas subalianças mundiais, mas todos com denominador comum. Expansão do capital, pilhagem dos recursos, repetir um modelo que, de certa forma, já foi provado que não faz nenhum sentido. A reforma agrária que foi colocada como uma das questões que temos que olhar para ela, tenho pena ou vergonha de dizer que a reforma agrária que Moçambique tentou registrar desde os anos 75 a quando a independência, hoje é alvo da nova aliança, por exemplo. A alteração normativa dentro do quadro sobre a terra vai travar ou vai recuar aquilo que era a reforma agrária que Moçambique estava a registrar, onde a terra era um bem público e que ninguém tinha uma propriedade sobre a terra. A terra pertencia ou pertence ao Estado, o que o povo tem é o direito de uso e aproveitamento para a terra. Mas hoje há uma onda muito massiva que está mobilizando para um processo da privatização da terra em Moçambique. Isso é dentro da aliança. Eu dizia que em Moçambique, os camponeses hoje têm toda a liberdade de produzir a sua própria semente, trocar a sua própria semente, que faz parte daquilo que é o modo de vivendo dos africanos, a troca de semente, produzir semente. Em alguns casos, até é uma semente preparada para lidar até com algumas questões que estão ligadas a mudanças climáticas. Mas hoje está-se a colocar a possibilidade de patenteamento dessas sementes, o que significa que as comunidades serão inibidas de poderem fazer a troca, a venda e o uso contínuo das sementes. Portanto, é tudo isto dentro dessa perspectiva do denominador comum da expansão para dominar o mundo sobre outras perspectivas. Agora, por que as empresas? É que, como sabemos, os governos, para fazer as suas campanhas, precisam de serem financiados. A pergunta seria, quem financia as campanhas dos governos, em alguns casos? São as empresas. Daí que os governos devem abrir uma frente nas relações políticas, para que essas empresas possam acomodar-se e possam fazer o jogo comercial. Esse é o jogo que o mundo está a verificar hoje. Essas Monsantos, essas Cargis, que estão a operar na área de semente, estão sobre a salda das negociações políticas que vão acontecendo. Não é o governo como tal que vai fazer as relações comerciais. Os governos fazem relações políticas e por detrás estão as empresas que fazem relações comerciais. E são essas empresas que alimentam os governos dentro de vários processos das campanhas eleitorais. Portanto, é um jogo, é um circuito aqui que quem sai a perder, sem dúvida nenhuma, são as comunidades. Então, é esse cenário que precisa ser invertido. Obrigado. Já. Die Zeit rennt uns davon. Offiziell haben wir noch fünf Minuten. Deswegen greife ich jetzt doch mal auf diese zuvor mir als Kärtchen ausgehändigten Karten aus dem Publikum zurück, damit die auch sozusagen noch beantwortet werden können. Und da ist eine Frage an Tina Keller. Wann und wo seid ihr in 2015 aktiv und in welcher Region?
Genau, so kurz zu der Region. Das Rheinische Braunkohlerevier ist eines der drei großen Braunkohlereviere in Deutschland und es liegt im Dreieck Aachen, Köln, Düsseldorf. Ist gut zu erreichen, wenn Menschen dort mit aktiv sein wollen. Neben dem Fakt, dass dort Klimawandel gemacht wird durch CO2-Emissionen, werden dort Dörfer umgesiedelt und zerstört, was in letzter Zeit auch viel durch Garzweiler in den Medien ist, was Sie vielleicht verfolgt haben. Es werden fruchtbare Böden und die lokale Landwirtschaft zerstört und Wälder in großem Stile geholzt, um dem Braunkohletagebau Platz zu schaffen. Das sind einige der sehr vielen lokalen Auswirkungen auch. Aktiv sind wir quasi die ganze Zeit in der lokalen Vernetzung. Wir versuchen mit den lokalen BürgerInneninitiativen regelmäßige Bündnistreffen zu machen, um zu schauen, wie der eher aktivistische Part der Antiklimabewegung im Rheinischen Braunkohlerevier mit den lokalen Strukturen zusammenarbeiten können. Es gibt seit mittlerweile 3 Jahren eine ständige Waldbesetzung, die versucht, den Hambacher Forst vor der Abholzung zu schützen. Und in diesem Jahr wird es im August vom 7. bis zum 17.8. zum 6. Mal mittlerweile ein Klimacamp geben. Der Ort ist noch nicht ganz klar, auch weil die, weil nicht zuletzt RWE uns die Ortssuche jedes Jahr noch schwerer macht. Mit dem Druck auf die lokalen Bauern ist auch nochmal ein spannendes Thema vielleicht für die Connection mit der landwirtschaftlichen Bewegung. Dann ruft ein Aktionsbündnis Ende Gelände zu Infrastrukturblockaden vom 14. bis zum 16.8. im Rheinischen Braunkohlerevier auf. Und die Lebenslaute, ein klassisches Orchester, die mit zivilen Ungehorsam auch Infrastrukturblockaden machen, die viel in der Friedensbewegung und der antirassistischen Bewegung gemacht haben, werden vom 23. bis zum 24.8. vor Ort sein. Ihr könnt also gerne einen Monat im Rheinland bleiben. Und was natürlich sehr spannend ist, gerade für die Klimabewegung auch und für die Graswurzelgruppen, dieses Jahr findet die Weltklimaverhandlung in Paris statt. Viele der Graswurzelgruppen haben sich dazu verständigt, dass sie nicht an die Regierenden appellieren wollen. Wir wollen Kohleausstieg selber in die Hand nehmen und dennoch haben wir uns zusammengeschlossen und überlegen, wie wir dennoch unter welchen Umständen wir dennoch nach Paris mobilisieren können, um uns dort zu vernetzen und uns vor allem stark zu machen für ein Jahr 2016, wo wir davon ausgehen, dass bis dahin die Transformation noch nicht abgeschlossen sein wird, aber wir uns transnational vernetzen wollen, um dann aktiv zu sein in 2016. Und ich glaube, was noch vor uns liegt, weil du das auch mit den Gewerkschaften angesprochen hast, ist eine Entwicklung von einem Konzept im Rheinischen Braunkohlerevier, wie die Transformation, also nach einem Kohleausstieg und in einer neuen Gesellschaft für uns aussehen kann, mit den lokalen AnwohnerInnen, aber auch mit den Menschen, die gerade Angst davor haben, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, wie wir die großen Gruben, die jetzt gerade bestehen, vielleicht aufforsten können. Es gibt so eine Idee, das mit Wäldern zu machen, die man auch essen kann. Genau, und das ist einfach noch ein spannender Prozess, wie wir da ein Konzept entwickeln können. Ja, vielen Dank, Tina Keller. Gertraud, ich habe gesehen, es gab eine Frage auf dem Kärtchen zu Netzwerken zwischen Produzenten, also Bauern, Bäuerinnen und den Essern und Esserinnen, also den Konsumentinnen. Das finde ich eine sehr spannende Frage, die ja auch immer wieder gestellt wird. Also das ist eine spannende, aber zugleich eine sehr schwierige Frage. Da muss man jetzt ganz ehrlich sein. Also ich halte jetzt nicht so viel davon, dass man jede Woche rausfährt und 10 Eier holt, irgendwo im Münchner Umland und dann wieder zurückfährt. Also man muss auch ein bisschen die Ökologie im Auge haben. Das heißt, man müsste das irgendwie bündeln und man muss mit Sicherheit neue Strukturen schaffen. Um mit den gegebenen Strukturen was zu ändern, wäre einerseits wichtig, und das ist eine politische Forderung, da müsst ihr alle unterstützen, eine richtige Kennzeichnung. Es muss immer gekennzeichnet werden, wo die Produkte herkommen. Und bei den Eiern haben wir es geschafft, mit den Zahlen, die erste Zahl von Käfighaltung bis ökologischer Landbau. Das Gleiche müsste für Fleisch gelten, dass man zum Beispiel beim Schweinefleisch zum Beispiel kennzeichnet, ist das Schwein auf Droh gehalten, hatte das Schwein Auslauf, ist es ökologisch gehalten worden zum Beispiel. Das ist ganz einfach zu machen und wäre sehr effektiv in den bestehenden Strukturen. Die Strukturen, die wir neu schaffen müssen, also ich weiß, in Berlin zum Beispiel, da gibt es eine große Kooperative, die arbeiten mit einigen Höfen zusammen, haben einen Laden praktisch, wo man Mitglied werden kann. Sowas müsste neu geschaffen werden, aber das wäre es wert, sich darum zu bemühen.
Oder zum Beispiel Tagwerk gibt es. Also da werden auch schon seit 30 Jahren, liefern da die Bauern hin, zertifizierte, das ist jetzt rein Bio. Und wenn irgendwo dann Tagwerk draufsteht, dann weiß ich, gewisse Standards sind eingehalten. Also diese Möglichkeit besteht, beziehungsweise gibt es noch eine Möglichkeit, die solidarische Landwirtschaft. Also wer jetzt sagt, ich habe neben meinen 35 oder 38 Stunden Arbeit noch Zeit und Lust, mich in der Landwirtschaft zu betätigen. Es werden immer mehr Gemeinschaftsgärten gemacht. Das hat den Vorteil, dass man die Kinder mitnehmen kann und die Kinder von klein auch die Wertschätzung lernen eines Lebensmittels. Weil eine gelbe Rübe, die ich erstmal aussehe und dann schaue, wie sie wächst und dann schaue, wie lang das dauert, bis die dann wirklich da ist. Die werfe ich nicht so schnell weg, wie eine, die für ganz wenig Geld irgendwo im Discounter kaufe. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man noch dazu einfällt in der Gastronomie. Jeder von euch geht irgendwo mal zum Essen, fragt die Wirte, denn für Wirte, die kaufen wirklich im großen Stil ein, ist es um ein gutes, einfacher zu schauen, wo die Sachen herkommen und in großen Mengen und dann auch etwas günstiger einzukaufen als für den einzelnen Verbraucher. Und die Wirte haben wirklich viel Abnahme. Und da könnt ihr immer wieder nachfragen. Und ich weiß, es gibt in München mittlerweile die entweder Pinzgauer Fleisch vermarkten oder von Werdenfels Rindern. Da immer wieder nachfragen, das war ganz wichtig. Und ansonsten wirklich aktiv werden. Ich habe nur eine Karte, die scheint schwierig, aber ich glaube, es ist fast nur ein bisschen einfacher, die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Und zwar ist jetzt die Frage, wie man die so gestalten könnte, dass Norden und Süden, dass dem Norden und dem Süden gerecht werden würde, weil ihr vorher beschrieben habt, dass so wie es jetzt läuft, das auf jeden Fall falsch ist. Also ich würde vorschlagen, es gibt eine Grundforderung, die müsste in die europäische Agrarpolitik aufgenommen werden, und das ist die Flächenbindung der Tierhaltung. Es dürfen nicht mehr als, ich rede jetzt hoffentlich zu sehr im Fachjargon, als 2 Großvieheinheiten pro Hektar gehalten werden, weil dann haben wir wirklich eine Produktion, die wir aus unserem Grund und Boden schaffen, aus den 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland. Und dann werden wir nicht mehr die Länder in Südamerika belasten, indem wir sie dazu zwingen, Soja anzubauen für unseren Fleisch und Milch, für die Produktion. Und dann wird sich auch unsere Produktion so begrenzen, dass wir nicht mehr andere Märkte überschwemmen müssen. Das wäre die Grundforderung. Die zweite Forderung, nur ganz kurz, wir müssen weg von dieser Flächenförderung, wir müssen kleinere Strukturen fördern. Und die Flächenförderung fördert große Strukturen. Und wie ich zuerst gesagt habe, die Kleinen haben viel Arbeit und wenig Fläche, es muss die Arbeit aufgenommen werden. Und da muss ein Faktor rein, dass ich sage, Fakt ist nämlich, je größer der Betrieb, desto weniger Arbeit habe ich pro Einheit, pro Kuh, pro Hektar, pro Schwein, egal. Und je kleiner die Betriebe sind, desto mehr Arbeit haben die. Und das muss unbedingt mit eingesetzt werden. Nur so können kleinere Betriebe konkurrieren, solange wir in diesem Fördersystem drinnen sind. Jeden Bauern von uns ist lieber, wir brauchen keine Subventionen, aber im Moment ist es so, und dann ist es noch gescheiter, sie werden anständig verteilt, als so, dass sie noch mehr kaputt machen, als eh schon ist. Ja, vielen Dank, Gertraud Garfus. Und jetzt hat Jayati Ghosh die dankbare und undankbare Aufgabe, das Abschlussstatement zum Panel zu geben. Und es gibt aber auch noch eine konkrete Frage an Sie, nämlich die nach Clean Development, nach sauberer Entwicklung. Yeah, thank you very much. Well, there is a question here. What do you think about the Clean Development Mechanism, boon or bane? Will it be a tool of the climate policy also in the future? The Clean Development Mechanism is a method whereby developing countries are encouraged to shift to greener technologies. And there are categories A, B, C. They're given some financial incentives, and they're supposed to be technology transfer. The idea is excellent. The implementation has been zero. And in fact, at the moment, it's a bit of a joke. Okay, unfortunately, it really has not worked. So, let me convert this then into the closing statement. My first request to everybody,
all of us, what can we do? We can demand more technology transfer. Let us democratize knowledge so developing countries can actually engage in green development. You know, and it is very important for citizens in the north to demand it of northern governments. It's not enough for us in the south to keep jumping up and down. You have to demand it of your governments to democratize knowledge. There was a very good point made about climate debt. And of course, I mean, all of us in the south, of course we believe in it and we want it and so on. But let's admit that it's a bit of a pipe dream. But there are still things that we can do immediately and that you in the north can do immediately. Let me give you two examples. One is, you know, in Ecuador, they have, as you know, oil. And it is a government that is very conscious of the ecological consequences of global warming and of all the other issues. They have a it's the most biodiverse country in the world. They propose to set aside a biodiversity reserve, Yasuni National Park, they called it, where they would leave the oil in the ground to preserve the biodiversity above. Now, it's a very large area. It has a huge reserve, wealth of humanity and of the world, of the planet in there because of the diversity, but it is expensive to leave the oil in the ground. Ecuador is a poor country. Its people are still, they do not have any of the fruits of development in that sense. It costs about $7 billion a year to leave that oil in the ground. The Ecuador government said, we are willing to do this, but of course it is going to cost us money. We are willing to pay half this money. We request the countries of the world, especially the rich developed countries who are so concerned about global warming, to pay the other half. So Ecuador says, we will cover half. Please, all of you, pay the other half. Zero. In 7 years, not one developed country has offered to pay, forget $3.5 billion, even $3.5 for this. Why can't you demand of your governments, pay some money into this Yasuni Biodiversity Fund? So that's another thing we can do immediately. Second example I want to give. China decided also to do something about this. They put big subsidies for the development of solar energy panels. And as a result, they actually developed very rapidly a very cost-efficient system of producing solar energy panels. The United States brought a case against China in the WTO for subsidizing this, which of course is a terrible thing in terms of free trade and so on, and demanded that they remove the subsidy. I'm very sad to tell you that this case was supported and lobbied for by US trade unions because they felt that their jobs in the solar panel industry were being affected, which is part of the problem Stephanie raised, that we have to bring trade unions into raising this consciousness as well. The European Union has supported this case. Why can't you demand of your governments in the European Union that here you are complaining that China's contributing to global warming when they're actually doing renewable energy, when they're trying to subsidize solar panels, you want to stop them. So let's also prevent governments in the North from using global trade rules to prevent the strategies of developing countries to actually improve the situation. Again, you can do it. So really, this is something you can do. It will not work if it comes from citizens of the South. It's only citizens in the North. And I think finally, that brings me to my final point. We have to do this together. We have to develop the awareness among trade unions, among, you know, women, among people in the North and in the South. We have to do it together. We have to see all of this as our collective problem, not the problem only of farmers in Germany, which I completely sympathize with, or, you know, women in Bangladesh or farmers in Mozambique. We have to see it as a collective problem, which we fight with our own governments to change. So I can demand of the Indian government, and I can, of course, request others. You have to fight with your German government, with the EU, and with, in general, the media and all the powers that be in the North. We have to do it together. That's the only way we can do it. Thank you. Ja, danke schön, Jaya Tigosh.
Ja, ich denke, das war ein deutliches Abschlussstatement. Also wir hatten einige deutliche Statements heute und auch ein deutliches Abschlussstatement, was unsere Verantwortung hier im Norden auch ist, um Solidarität mit dem Süden zu zeigen, Druck auf Regierungen auszuüben. Aber eben auch selber uns stärker zu organisieren, mit hier für unsere Belange und auch gemeinsam mit den Menschen im Süden. Und in diesem Sinne möchte ich das Podium schließen und wünsche Ihnen noch einen starken, erfolgreichen Gipfel.